So, willkommen zu einer weiteren Folge im Bereich Clicker und Incremental Games, nachdem Soda Dungeon selber ja gar kein so richtiger Clicker, sondern eher so Incremental Game Style ist, gehe ich jetzt auch dazu, dass ich das Shop Heroes jetzt einfach hier in die Serie mit einstelle. Und ja, damit also zum nächsten Spiel Shop Heroes. Ja, was soll ich tun? Sag's mir! Ah, ja, hier bin ich. Hi! Genau, ich bringe alles in Ordnung und du sagst mir, was ich tun soll. Also, was soll ich herstellen? Ein Messer. Okay. Jawohl. Und noch ein Messer. Und ab wann? Ja, hier hast du ein Messer. Schön. Fertige mehr Messer, um das Kurzschwert freizuschalten. Fertige Messer noch einmal, um Kurzschwert freizuschalten. Ach, die wollte nur eins haben? Was? Was zeigen? Fertige jetzt das Kurzschwert. Jawohl. Das braucht doch irgendwie Ressourcen, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Wir können mehr als ein Objekt auf einmal herstellen. Jawohl. Und das... Oh, jetzt noch gratis. Aber wer weiß, wie viel das später wird. Gerrit ist ein mysteriöser Mann hier in der Stadt, der kaum einmal etwas sagt. Niemand weiß, woher er kommt oder was er in dieser Gegend macht. Und es traut sich auch niemand, ihn zu fragen. Dieser Gerrit, also wirklich. Bevorzugte Ausrüstung. Messer, Ausrüstung, Wurfsterne, Pfeil und Bogen. Sprengbomben. Zum Abrechnen beliebige Stelle anwählen. Also, ich brauche dafür zweimal Eisen und Metallverarbeitung. Okay. Aber ich habe da schon 20 von 20 Herzen. Das heißt, ich müsste eigentlich schon aufleveln können, oder wie? Um Objekte herstellen zu können, benötigen wir... Wenn Ressourcen benötigt, sammeln wir Eisen aus dem Eisenbehälter. Genau, es gibt halt einfach Eisenbehälter, da ist Eisen drin. Also du brauchst mehr Arbeiter im Laden, um neue Objektkategorien zu fertigen. Fügen wir einen weiteren Arbeiterplatz hinzu. Hallo Schmied, du kannst 8 Amboss, 8, 6 Schwert angeheuert. Achso, den habe ich schon. Na gut, noch einen. Tischler, jetzt kann ich auch Holzsachen anfertigen. Allzu viel habe ich hier nicht und einstellen kann ich hier auch nichts. Das Spiel gefällt mir von der Grafik ja jetzt schon und es scheint an vielen, vielen Stellen viel, viel gemacht werden zu können. Ja, also eine Sägebank. Gut, jetzt wo ich einen Platz habe, wo ich arbeiten kann, mir fehlt noch Holz. Kaufen wir einen Holzbehälter im Möbelladen. Ja, den Metallbehälter für den Metall und einen Holzbehälter für das Holz. Super. Dann mal an die Arbeit. Wie wäre es mit einem Gehstock? Genau. Na los, Boss. Okay. Verbesserungsplatz. Verbesserungsplatz. Fertige mehr mit einmal umtippen. Okay, da kommt schon die nette Premium-Währung. Gleich mal nachgucken. Sonderangebot. Später. Okay, hier sind die in US-Dollar angegeben. Dafür, dass wir das alles eingelatscht haben, aber naja gut, wer weiß, wo sie die Zahlen herbekommen. So, die Sonderangebote und Juwelen. Pfui! Ah, okay, die günstigen Pakete stehen rechts. Ja, also Holz einsammeln. Ach, das kann ich auch gar nicht so ohne weiteres von alleine. Erreiche Ladenbesitzer Stufe 2, indem du mehr Objekte verkaufst. Verkaufe Objekte, um Kunden- und Ladenbesitzererfahrung zu erhalten. Das hier ist doch die Ladenbesitzererfahrung, oder? Was ist das?
Ah, das Inventar. Das heißt, ich habe doch mal 10 Inventarplätze. So, du möchtest gern. Melina ist die Musterschülerin an der Zauberakademie und fest entschlossen, eine der besten Schülerinnen seit Jahren zu werden. Sie ist von Natur aus sehr aufgeschlossen und wissbegierig. Ja. Verringert die Kampf, die Kraft des Gegners. Habe ich das, hat das für mich eigentlich irgendeine Relevanz, was die können? Weil kann ich die dann später. Hallo. Ja, jetzt habe ich nur kein Messer oder was? Was ist das? Nein, nicht Favorit markiert. Dann stell doch mal ein Messer her. Okay, das sind die ganzen Teile. Dann fehlt mir bloß noch ein Knüppel für alle Fälle. Und die nächsten kosten natürlich 100 oder freischalten auf Stufe 5 für 1000 Goldmünzen. Okay, also das kann ich jeweils einsammeln, aber habe hier auch maximal anscheinend eine Begrenzung von 20. Wieso macht ihr denn eigentlich nichts? Stufe 5, also bis in 5 Punkte, 14 Punkte. So, achso, dazu muss ich erstmal noch das Messer einsammeln und verkaufen. Okay, jetzt darf ich aufsteigen und ich habe 5 Juwelen bekommen. Übrigens habe ich mich noch gar nicht vorgestellt, ich bin Katharine. Hallo Katharine. Oh, ich heiße Spielephilosoph. Du musst deinen Laden verbessern, bevor du mehr Möbelstücke hinzufügen kannst. Okay, dann werden wir uns jetzt gleich verbessern. Moment, also das hier oben ist mein Erfolg. Ehrgeiziger Unternehmer. Okay, hier gibt es dann auch noch mehr von diesen blauen Edelsteinen zu bekommen. Information, Reinvermögen 0, hergestellt auf Werte 6, Entwürfe 4, Stimmen 1. Spielephilosoph. Naja, da ist die Auswahl ja nicht sehr groß. Oh Mann, ich will ein blaues. Tja. Na, das brauche ich nicht. Laden verbessern. Dieses Verbessern ist gratis. Ein größerer Laden bedeutet mehr Platz, aber du brauchst auch ein größeres Inventar. Aufbewahrungsmöglichkeiten für größeres Inventar für Objekte, spezielle Objekte und Ressourcen. Genau, kaufen wir einen Schrank, in dem wir dann Metall einlagern oder sowas ähnliches. Fertigen Gehstock noch einmal, um Krähenstock freizuschalten. Gehstock. Ah, der will ein Kurzschwert. Ist ja gut, dass ich das gerade schon da habe. Also, Theor. Der junge, kecke Theor entstammt einer traditionsreichen Familie geschickter Krieger. Er reiste einige Jahre lang durch die Welt, kehrte jedoch in die Stadt zurück, nachdem er erfuhr, dass Banditen sein Dorf überfallen hatten. Er sucht nach Verbündeten, um sich an diesen zu rächen. Verkaufen, Gehstock einsammeln und jetzt habe ich einen Krähenstock freigeschaltet. Du brauchst anscheinend ein spezielles Objekt, um Krähenstock fertigen zu können. Aha, begleite mich zur Taverne. Ich habe einen Freund, der dir dabei behilflich sein kann. Okay, was ist hier los? Ja, ich bin der neue Ladenbesitzer. Ach, das wusste ich noch gar nicht. Ich brauche einen glänzenden Edelstein. So. Helden können dir spezielle Objekte bringen, wenn du sie auf Quests schickst. Verwende den Questplatz, um Theo in die Kanalisation zu setzen. Okay. Stadtkanalisation. Anführer hinzufügen. Das sind die, die ich bisher kennengelernt habe. Oder die... Smiley, das heißt, die macht Spaß. Na dann mal los. Beschleunigen wir den Vorgang ein wenig, das geht aufs Haus. Gratis. Okay, Quest sofort abschließen. Wähle den Questplatz einfach aus, um deine Belohnung zu erhalten. Quest erfolgreich. Sehr schön. Aber du brauchst jetzt noch 2,5 Minuten, um dich zu erholen. Und er hat mir 2 von diesen Dingern mitgebracht. Heute ist wohl dein Glückstag, er hat dir auch eine Holzruhe mitgebracht. Öffnen wir sie.
Ach, der ist verletzt, deswegen muss der jetzt sich ausruhen. Armer Kerl. Öffne die Holztruhe. Nur zu, öffne sie. Mögliche Preise. Ein Korallendingsbums. Ja, das ist wieder so ein Ding, wo man dann Schlüssel kaufen muss. Naja, schauen wir mal. Wow, eine makellose Eisenkappe. Wechsle zur Taverne und ich zeige dir was richtig Tolles. Finde den Entwurf, um alle Hinweise zu enthüllen. Okay. Jetzt habe ich keine Schlüssel mehr und keine Truhen. Die Quest, die du eben erledigt hast, war noch einfach. Schwere Quest erfordern Stärke. Du kannst deine Helden stärker machen, indem du sie mit allen Objekten ausstattest. Öffne die Kaserne und rüste Theodor mit der Eisenkappe aus der Truhe auf. Okay, lass mich doch einfach mal ein bisschen mehr selber erkunden. Schadenswahrscheinlichkeit 0,9%. Also beziehungsweise dann also von 1 wird es dann um entsprechend verringert. Nee. Weil das sind alles auch Prozente. Hm. Fähigkeiten, genau, das ist ja das, was ich vorhin schon gelesen habe. Stufe 15. Na gut. Die anderen sind bereit, auf eine Quest geschickt zu werden. Dann werde ich das doch gleich mal machen. Was willst denn du? Es wird ziemlich egal, wen ich da nehme. Dann mal los. Weil keine Zeit verschwendet. 100. Oh. Gut gemacht, jetzt ist es Zeit, der Stadt zu helfen. Ich soll der Stadt helfen. Zuerst sollten wir unser Rathaus wieder in Ordnung bringen. Wo ist denn das Rathaus? Jetzt kennst du sämtliche Gründe, du wirst sicherlich einen tollen Ladenbesitzer abgeben. Ich gebe dir ein paar Ziele vor, aber du kannst sie ganz nach Belieben erfüllen. Ich werde wiederkommen, um dir von neuen Dingen zu erzählen. Ja, genau, lass mich weitermachen. Investiere mehr Gold, also ich muss 500 dort investieren. Um die Reparatur für das Rathaus zu investieren, will ich Schaltfeld. Ja, alles klar. Ja, okay. So, du willst ein. Ihr wollt beide einen Gehstock. Muss ich zwei Stück herstellen. Da habe ich keinen Platz dazu. So. Einsammeln. Einsammeln. So. Das ist jetzt eine Truhe. Und jetzt habe ich genug Stöcke. Effizienz gesteigert. Das heißt, ich brauche jetzt einen weniger. Ein Stehstock weniger. Quatsch, ein Holz für das Ding weniger. Mhm. 4, 8, 14 Qualität erhöhen und Qualität erhöhen. Jetzt brauche ich erstmal noch einen Krähenstock. Verkauft. Und hier. Min hat im vergangenen Jahr seine Priesterrobe verdient und ist überall in der Stadt bekannt. Er ist verlässlich und bei den Bürgern sehr beliebt. Hier, bitteschön. Da kommt schon die nächste. Nee, kommt nicht. Okay, mal gucken. Was willst du? Ein Messer. Habe ich ein Messer? Ja. Ich habe ein. Nee, habe ich nicht. Was? Achso, ich habe Kurzschwerter. Habe ich ein Kurzschwert? Ja. Juhu, nochmal eine Stufe aufgestiegen. Du hast Zugriff auf mehrere Dialogoptionen mit den Kunden. Du kannst zum Beispiel einen Aufpreis berechnen, um mehr Gold für dein Angebot zu erhalten. Was? Diese Optionen können dich Energie kosten und du kannst sogar Energie erhalten. Nutze sie also weise. Denn den neuen Preis des Objekts kannst du dir nachher danach hier anschauen. Anfängerpaket. Nein, danke. Einfordern.
gestaltet habe ich die schon. Und du möchtest Nachlass plus 2 Herzen, Aufpreis minus 2, Kompliment, je nachdem, ob es gut geht oder nicht. Mal schauen. Oh, du bist so nett. Verkaufen. Ist hier mehr Gold? Ja, ja. Effizienz gesteigert. Ach so, das heißt, jedes Mal, wenn ich jetzt so ein Kurzschwert herstelle, wird das Ganze so Aufpreis. Kompliment. Oh, das hat er nicht gemacht. Hätte ich auch nicht gemacht. Okay. Aber er ist trotzdem noch zufrieden. Verbesserung zu großartig. Außergewöhnliche Qualität. Effizienz gesteigert. So, du willst jetzt so einen Knüppel auf dem Kopf haben. So, davon habe ich aktuell 1. Ein Messer kann ich herstellen. Und den Knüppel. So, kann ich die mal schon mal weiter zur Seite holen, damit ich die besser erreiche zum Anklicken. So, du willst schon wieder einen Stock haben. Halte die Empfehlen-Schaltfläche gedrückt, um das Objekt auszuwählen, das du deinen Kunden empfehlen möchtest. Nee, ich will nichts empfehlen. Ich kann dir jetzt noch einen Aufpreis geben oder ein Kompliment. Na dann nicht. Dann machen wir es teurer. Geht nicht teurer. Was, wenn du... Was? Da kriege ich 85. Na. Bist du sicher? Ja, ich bin sicher. So, dein Knüppel habe ich auch fertig. Keine Ahnung, wann das Kompliment funktioniert und wann nicht. Du bist auch schon wieder da. Noch so ein Ding. Wird jetzt ein... Jetzt willst du den Krähenstock haben. So, jetzt habe ich nur nicht mehr genug von diesen Teilen dafür. Aber meine Mission ist ja schon wieder abgeschlossen. Einsammeln. Und ein paar Goldmünzen. So, dann gleich auf die nächste. Gut, dann mach mal los. Wow, da wird der Aufpreis schon richtig heftig. Stufe 4. Neue Dekoration. Okay, was gibt's denn jetzt hier noch? Noch eine Werkbank. Das ist die Metallwerkbank. Das ist die Waffenwerkbank. So, Messer habe ich jetzt aktuell keine. Und Gehstock habe ich im Moment auch nicht mehr. Kurzschwert verkauft. So, ein neues Kurzschwert bitte produzieren und das Ding schon mal verkaufen. Investieren mehr. Ja, ist ja gut. Doppelte EP. Alles klar. Vom 8.11. bis 5, vom 11.8. bis 15.8. Das läuft gerade noch. Teppiche. Das heißt, damit kann ich dann mehr Energie speichern. Damit kann ich 10 Energiepunkte speichern.
Was hat das mit dem zu tun? Erfüllt sich die eigentlich auch? Nein, ich will sie nicht wieder auffüllen. Ich möchte gern wissen, ob die sich von alleine auffüllt. Investiere mehr Gold, um die Reparaturen am Rathaus fertigzustellen. Ja, ist ja gut. Schließ mal jetzt mal das blöde Rathaus ab. Ja, die Stadt möchte sich mit einem Geschenk von 50 Juwelen erkenntlich zeigen. Tutorial-Geschenk. Sehr schön. Das dürfte es also nicht öfter geben. Komm, ich führe dich in der Stadt herum. Ach ja. Lass mich vorher noch das Messer verkaufen. Und einen neuen Stock. Und etwas Zusätzliches produzieren. Gehstock und Messer. Mit dem nächsten Messer ist dann auch wieder die Verbesserung. Ach nee, neuer Entwurf freigeschaltet. Taschenmesser. Gehstock. Achso, den habe ich ja schon gebaut. Kann ich den Fertigung abbrechen? Ja. Nein. Okay. Taschenmesser, das heißt, das Ding wird dann teurer. Also gut, auf zur Stadt. In der Stadt kannst du in Gebäude investieren, um Boni zu erhalten. Investieren wir in die Eisenmine, um etwas Eisen zu erhalten. 8 Taler. Ressourcen generieren, 0 bis 200. Stundenrate erhöhen, 80 pro Stunde. Das heißt, die Dinger sind jetzt die Teile, die dann dafür sorgen, dass meine netten Eimer mit den Ressourcen voll werden oder nicht voll werden. So, Generationsrate steigern, Sofortbonus 4. Gut gemacht, und jetzt zurück zum Laden. So, was genau bringt mir das jetzt, wenn ich da jetzt plus 8 investiert habe? Dann kann ich aber auch gleich das Maximale eingeben. Und das heißt... Nee, was heißt denn das dann jetzt? Das heißt, dass der Bonus jetzt irgendwie 12 Stunden aktiv ist. Ressourcen durch Boni zu erhalten ist toll. Du kannst die Kapazität deiner Behälter auch vergrößern, indem du sie verbesserst. Verbessern wir den Holzbehälter. Ah, hier sehe ich auch, wie lange das dauert und wie viel ich dann letztlich einsammeln kann. Du kannst jetzt die Stadtsuche verwenden. Um diese Funktion kannst du die Stadt von jemand anderem betreten, um gemeinsam in Gebäude zu investieren. Hier versuche die Stadtsuche zu öffnen. Besuchen. Du kannst mehr Gebäude freischalten, indem du ins Rathaus investierst. Hier kannst du dir die Städte von anderen ansehen und ihnen beitreten. Hier kannst du deine eigene Stadt gründen. Ja, was denn jetzt? Hier, wenn die anderen Spieler dir geschickt haben. Wovon sprichst du denn jetzt? Also, das ist jetzt das von dem anderen Spieler, wo ich mir die Stadt anschauen kann, aber ich kann jetzt hier drin nicht wirklich etwas machen. Okay. Deine neue Stadt benötigt einen Namen, um in der Rangliste zu erscheinen. Geben wir ihr jetzt gleich einen Namen. Behalte ich meine Stadt dann trotzdem, auch wenn ich anderen Städten beitrete? Und wie vielen Städten kann ich überhaupt beitreten? SP City ist bereits vergeben. Dann machen wir Spielefeld City draus. Investiere ins Rathaus, bis du den Tempel freischaltest. Gehe in die Stadt und tippe auf Rathaus, um in Rathaus zu investieren. Die nächste Stufe ist Taverne. Stufe 3. Aber ich will jetzt gar nicht noch mehr Kohle ausgeben. Aktuelle Verbesserungszeit verkürzen 25%. 2,5 Stunden aktiv. Was sind das denn für Punkte? Mit diesen Juwelen kann der Bürgermeister verschiedene Stadtverbesserungen kaufen. Ja, ich habe aber nichts. Hab keine solchen Juwelen. Okay, das kann wohl erst später funktionieren. So, die Taverne. Aber von hier aus kann ich die nicht aufrufen, sondern nur da drin rumschrauben. Du musst den vollständigen Namen sowie die ID-Nummer eines Freundes eingeben. Die Information findest. Ah ja, das ist das, dieses ganze Geschreibsel hier. Also,
den Namen plus eine fünfstellige Nummer zurück weiter das Geschäft ausbauen. So, das heißt, da sind jetzt 10 von 10, aber ich kann nicht mehr einsammeln. Da kann ich jetzt 25, okay, verbessern. Zeit der Verbesserung eine Minute. Du möchtest einen solchen Stab haben. Dann habe ich noch 2 in der Ausrüstung. Neue Stufe. Jawohl. Jetzt hast du Zugriff auf das Handelshaus. Okay, das nächste Teil. Hier kannst du deine eigenen Angebote und Anforderungen einstellen. Hier kannst du Nachbarn um Objekte bitten oder ihnen welche schenken. Hier kannst du sehen, was andere Leute anbieten und außerdem kannst du die Anforderungen von anderen Spielern erfüllen. Das heißt, jemand möchte gern eine Mana-Fiole im Wert im Inventar 0 angefordert 8. Okay, gibt es hier irgendetwas, was ich schon erfüllen kann? 304. 2 habe ich im Inventar. Okay, ich verstehe nicht wirklich, was ich da jetzt eigentlich machen soll. Naja, lass mal das Handelshaus erstmal außen vor. Was willst du denn haben? Oh. Roulette-Raum. Mein Liebeselixier. Serienboni, aktuelle Serie 1, nächster Bonus bei 5. In 8 Stunden kann ich wieder einen Dreh machen. So, dann verkaufe ich das mal. Aber mit Aufpreis. Weil wozu habe ich denn das Ganze? So, davon habe ich aktuell keinen. So, das heißt, ich kann jetzt im Handel das für 100 kaufen, was aber keinen Sinn macht, wenn ich das eh nur für 10 verkaufen kann. Okay, also stelle ich das Ding doch selber her. Krähenstock noch dazu. Was gibt's hier Neues? Teppichen. So, die sind nur Optik. Achso, das ist freigeschaltet, das war mit dem neu versehen. Ja, das sind dann die ganzen Gimmicks, die aber durchaus nur gegen die Premium-Währung zu bekommen sind. Eine ganze Reihe. Kräuterbehälter, Lederbehälter, die beiden Teile habe ich ja noch gar nicht. Dein Laden hat seine maximale Kapazität erreicht. Verbessere deinen Laden, um mehr Möbel aufstellen zu können. 950? Ja, habe ich doch. Bin jetzt zwar ziemlich pleite, aber Effizienz gestiegen und Entwurf freigeschaltet. So, machen wir wieder einen Aufpreis. Du kannst es dir bestimmt leisten. Und du möchtest ein Messer haben. So. So, mit dem nächsten geht da wieder was freigeschaltet. Und ein neuer Entwurf. Jetzt habe ich aber immer noch kein Messer. So, den müsste ich ja schon haben. Das lohnt sich jetzt richtig. So, noch ein Taschenmesser dazu. 25% mehr. Und danach gibt es dann die Axt. Erfordert einen Arbeiter mit Alchemie. Also, hier dürfte doch auch mal wieder die Mission abgeschlossen sein. Einsammeln und Taler. Und der nächste.
Tja, vielleicht werde ich da bald einen zweiten Questplatz hinzufügen können. Du kannst eine Entwurfszelle gegen vollständige Würfe deiner Wahl eintauschen. Für den Entwurf, um alle Hinweise zu enthüllen. Was? Achso, wo habe ich denn Entwurfsteile bekommen? Ich habe doch noch gar keine. Okay, das nächste ist dann mal wieder zum Rathaus. Ach, die verkauft mir das. So funktioniert es also auch. Fünf neue Fertigkeitenpunkte. Zum Fertigkeiten robuster und hochwertiger Objekte. Zum Herstellen komplexer und gefährlicherer Waffen und Metallverarbeitung. 20 von 12. Welchen Sinn macht das denn? Das Teil muss verbessert werden. Jetzt bin ich aber langsam pleite. Okay, du brauchst schon wieder ein Kurzschwert. Und du willst so einen netten Krähenstock haben. Langschwert freigeschaltet. So, die Sachen, die ich jetzt hier drin habe, was kann ich mit denen machen? Okay, das heißt, das habe ich jetzt von ihr eingekauft und kann nur hoffen, dass ich das tatsächlich zu einem besseren Preis wieder verkaufen kann. Okay, also am besten produziere ich jetzt schon nur noch das, was tatsächlich geholt wird, weil ansonsten läuft mir das Lager sowas von schnell über. Da habe ich ja dann überhaupt nichts erreicht. Abgeschlossen. Und sie ist eine Stufe aufgestiegen. So, dann gleich mal weiter. Ab Stufe 5 kann er noch einen zweiten mitnehmen. Also gut, dann ist es jetzt nochmal Zeit, in die Stadt zu schauen, um zu gucken, was ich eigentlich in den anderen Dingern machen soll. Die nächste Stufe ist dann Tempel. Das heißt, erst ab Stufe 3 wird er freigeschaltet und dafür muss ich 750 investieren. Verkauft an den Herrn mit der Kapuze und den Knüppel. Warum kann ich ihn hier nicht direkt zur Produktion springen? Du hast mir doch für 9 verkauft, oder? Ich bin zum Möbel, das ist auf die Kombinierkessel. Ja, so viel Geld habe ich aber nicht. Einfache Pflanze und eine Piratenkanone. Ja, da gibt es noch einiges zu individualisieren dann zu einem späteren Zeitpunkt. Tägliches Ziel. Schicke 3 Gruppen, um Folgendes zu erkunden. Stadtkanalisation. Alles klar. Ja, da besteht die Zeit dann, je länger die natürlich gebraucht werden, aber ich kann nichts machen, um die zu beschleunigen, was dann natürlich schade ist. Also außer natürlich Premium-Währung auszugeben, was ich nicht unbedingt vorhabe. Druidenstab. So, das musst du etwas mehr bezahlen. Du musst auch schon wieder so einen Teil. Auch Stufe 2 erreicht. Aber du hast mir nur 1 mitgebracht. 105, 129. Brauchen die eigentlich dann kürzer? Nee. Aber ihm macht es viel Spaß. Okay, das heißt noch 2 Gruppen. Dann habe ich es geschafft. Das heißt 7-mal, also 7 Missionen muss ich machen, bis die abgeschlossen sind. Wieso kann ich eigentlich immer nur 2 bedienen? Es könnten doch ruhig mehr vorbeikommen. Ich weiß, dass du mehr bezahlen musst für solche teuren Sachen. Das heißt, aktuell kann ich maximal 16 von den Fähigkeitspunkten benutzen. Metallverarbeitung 16. Mehr kann die Bank gar nicht. Und Waffenfertigung habe ich gerade mal auf 12. So, aber irgendwie
So richtig spannende Sachen passieren ja im Moment jetzt nicht wirklich. Und bis ich das Rathaus ausbauen kann, dauert es auch noch eine ganze Weile. Ich habe jetzt so die ersten Gegenstände hergestellt. Habe insgesamt 4 Helden, mit denen ich mich schon mal auf Mission begeben kann. Einen neuen Platz kriege ich jetzt auch erstmal noch nicht. Wann kommt hier? Auf Stufe 8. So, bis dahin muss ich mit den beiden zurechtkommen. Ja, also allzu viel gibt es hier jetzt erstmal noch nicht. Die nächste Werkbank, Ressourcen, die müsste ich doch jetzt eigentlich schon kaufen können. So, das heißt, davon kann ich mehrere Behälter hinstellen. Die müssen wahrscheinlich alle nacheinander aufgelevelt werden. Jetzt habe ich zumindest alle Ressourcen verfügbar. Endloser Nachschub, verbessere 5 Ressourcenbehälter. Ah ja, genau, das war das Roulette, das habe ich schon kennengelernt. Und was war das? Gib uns ein Gefällt auf Facebook. Endloser Nachschub verdient. Ah, okay, das sind die Benachrichtigungen, die ich dann für das andere bekomme. So, das heißt, ich muss jetzt noch ein Kurzschwert. Kann ich eigentlich reinzoomen? Ja, kann ich. Okay. Mal sehen, was hier jetzt so noch nach und nach an Sachen freischalten kann. Es ist auf jeden Fall erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, bis diese verschiedenen Waffen und so weiter dann alles klar ist, was da eigentlich genau gerade produziert werden soll. Was willst du jetzt haben? Ein Kurzschwert. Aber ich kann es nicht direkt irgendwie produzieren. Weil das wäre ja eigentlich das Einfachste, dass ich hier draufklicken kann und dann sagen kann, okay, hier, mach mal. Leg das einfach in die Produktion. Ah, ich habe sogar schon ein Kurzschwert da. Ah ja, genau, das habe ich vorhin versehentlich produziert. Weil das ist eigentlich ja, ein bisschen umständlich, dass ich da nicht einfach direkt die Produktion starten kann. Wenn ich sowieso die Slots frei habe, wäre es ja überhaupt kein Problem. Immer erst hier hin und her klicken, um die Dinger dann zu machen. So, jetzt habe ich auch gleich keine... Theo braucht deine Hilfe bei einer persönlichen Quest. Statt hier erforderlichen Helden mit der nötigen Ausrüstung aus, um diese Quest in Angriff zu nehmen. Hast du sie abgeschlossen mit Theo, der dich mit Juwelen belohnen? Versuche alle deine Helden zu helfen, die dir begegnen. Was brauchst du denn? Banditen haben mein Dorf geplündert. Bist du nicht sehr begeistert? Ja, und was willst du jetzt von mir? Ich will meine Freunde aus dem Dorf rächen, aber zuerst muss ich ihr Versteck finden. Und dazu willst du jetzt sie mitnehmen, oder was? Du hast doch hier vorhin diese Heilkräuter. Du hast bereits mit diesem Objekt ausgerüstet. Könnt ihr dir entfernen, Medina? Nee. So, das sind die Waffen. Das heißt, du hast bisher noch gar keine Waffe gehabt, oder wie? Ey, Mann! Das heißt, ich muss euch eigentlich noch die richtigen Sachen produzieren. Und am besten brauchst du einen Zauberstab. Sag mir das doch, dann hätte ich dir doch schon längst einen gemacht. Also, statt dir nur einen zu verkaufen, produziere ich dann gleich nochmal einen. Tja. Wenn denn das alles so einfach wäre. Ist ja schön, dass der die Quest abgeschlossen hat. Genau. Ha, sogar 3. Na, dann mach du doch schon mal los. Und jetzt habe ich das Entwurfsteil erhalten.
Okay, das heißt, ich muss eine Woche diese, also zumindest 5 Tage hintereinander das machen. Nächstes Ziel in 23 Stunden, 40 Minuten. Super. Ja, das sind dann wieder solche langsamen Teile. So, jetzt erstmal den einsammeln. Und noch einen zweiten. Und du wolltest einen Gehstock haben. So, aber das heißt, ausrüsten kann ich sie nur... Nee, das kann ich direkt hier machen. Also du brauchst eigentlich eine vernünftige Waffe plus 46 Stärke. Das ist doch schon mal interessant. So, und hier habe ich bisher noch nichts. Moment. Doch, ich habe was. Aber der ist bei wem anders ausgerüstet. Also die beiden sind auf jeden Fall schon Stufe 2. Aber was bedeutet jetzt das Rot? Dass sie beschäftigt sind? Mal gucken, dann müsste der jetzt auch gleich wieder in Gelb umspringen, damit das dann... Ja, da ist er bereit. Okay, das ist die Kennzeichnung. Okay, so, wieder zurück. Die beiden Teile verkauft. So, bitteschön. Und hier den Krähenstock. So, jetzt muss ich mir aber meine Helden noch mal ein bisschen anschauen, was sie jetzt an Ausrüstung eigentlich noch benötigen. Was wäre denn für dich eigentlich optimal? Ein Hammer. Okay, wie kommst du jetzt erstmal den Gehstock? Aber da hole ich dir noch was Besseres. So, für dich ist ein Messer hier schon ganz optimal, aber da kann ich dir natürlich auch noch ein besseres verschaffen. Und du bist im Moment unterwegs, deswegen kann ich da nichts anpassen. Also, dann mal nachschauen. Ja, wie unterscheiden sich jetzt diese Teile wieder? Also noch mal schauen, hier war der Hammer. Machen wir mal zuerst den Hammer fertig. Das Teil, das hat 24 Goldmünzen, das ist das, was es reinbringt. Aber ich bekomme jetzt hier nicht angezeigt, welche Kampfstärke das Ding hat. Na gut. Aber trotzdem produziere ich jetzt einen davon. Und das andere müsste ja jetzt für Geralt gewesen sein. Und das war, genau, ein Messersymbol. Und zwar ein Messer. Da liegen noch 4 Taschenmesser. So, das Holz ist langsam alle, das heißt, da brauche ich ein bisschen mehr. Und du willst eigentlich ein Kurzschwert haben. Kein Problem. Alles in Arbeit. Dann macht das doch langsam schon ein bisschen mehr Spaß. So, also 26 für den Knüppel. Du hast schon ganz optimale Ausrüstung und du bekommst jetzt noch das Messer mit 26. Wundervorleger ist neu und antike Statue. 2700! Keine Ahnung, ob man die wirklich im Spiel irgendwann freischalten kann. Wo ist denn jetzt hier das mit den Ressourcen? Okay, Laden verbessern kostet aber noch 2800, das heißt, das ist noch nicht verfügbar und du brauchst einen neuen Krähenstock.
Also so oft, wie die diese Krähenstöcke brauchen, so schnell kann ich gar nicht die ganzen Ressourcen immer wieder ran schaffen. Okay, 1 bis 3, das heißt, es ist immer Zufall. Ja, hier wär's. Ah, das kann ich auch mit Dings hinzufügen. Sehr schön. Dann kann ich gleich einen zweiten losschicken. Sehr schön. Und ich habe eine neue Errungenschaft bekommen. Beziehungsweise ein neues irgendwas. Und genau. Gleich wieder 1000 dazu. Noch was? Verdiene 5000 Goldeinheiten. Okay. So, ihr bekommt eure bestellten Waren. Und du willst jetzt eigentlich einen normalen Krähenstock, hast aber einen besseren. Das heißt, ich nehme dir den anderen weg und rüste dich mit einem besseren aus. Jawohl. Und dafür bekommst du den anderen verkauft. Mit Aufpreis natürlich. Bitteschön. Eine Kapuze willst du haben? Ach nee, die willst du mir verkaufen. Okay. Aber her damit. Okay, jetzt zeig mir noch mal, dass du ein vernünftiges Schwert bekommst. Kapuzen dürften doch für dich eigentlich ziemlich optimal sein. Ja, das wird auf jeden Fall auch noch eine ziemliche Puzzlearbeit. Jetzt will der die gleich wieder kaufen. Aber ich kann sie nicht selber produzieren. Habe ich nicht. Wenn du das Angebot eines Kunden hast, wird er wütend und braucht länger, bis er wieder in einer. Warum sagst du mir das nicht vorher? Boah, Handgelenkschützer. Oh, ihr beide seid schon wieder fertig. Okay, aber das heißt, hier kann ich die durchaus geben. Also es gibt irgendwie Leder und Metall als Fertigung. Ja, so langsam wird es richtig spannend und irgendwie komme ich dann jetzt gar nicht mehr dazu, das Ganze zu beenden. Und euch beide muss ich jetzt aber ihr wollt überhaupt nicht auf die Mission gehen. Wieso sollte ich euch denn da losschicken? So, das hier oben ist das Metallzeug, das ist das Lederzeug. Das sind zusätzliche Hilfsmittel, das sind die Waffen, Geschmeide, das heißt, das sind wahrscheinlich dann doch Amulette. Dann schicke ich euch beide jetzt 2 Stunden los. Und ich hoffe, ihr kommt nicht komplett sauer wieder. Glückwunsch, Landes, du hast das Versteck vom Boss dieser Quest gefunden. Rüste deine Helden aus, weil diese Bosse nur schwer zu erledigen sind. Sobald du sie besiegt hast, bekommst du ein neues Gebiet. Jetzt würden auch die Belohnungen deiner Helden zurückbringen, viel größer ausfallen. So, jetzt ist natürlich, die beiden sind nicht verfügbar und die richtig guten sind unterwegs. Na prima. Jetzt wollen die alle beide das Zeug haben. Ihr seid doch echt albern. Kann nichts von dem Zeug herstellen. Verlege noch 2 Knüppel. Verlege noch 2x Kurzschwert. Um Sandalen freizuschalten. Wo kann ich denn jetzt die Arbeiter einstellen? Hier jedenfalls nicht. Okay, Stufe 8 ist ja gar nicht mehr so weit weg. 54! Das heißt, sie wollen alle nur die blauen Teile haben. So ein Käse. Wo sehe ich denn dann, wie sauer sie sein sollte? Okay, dann schaue ich jetzt mal, dass ich noch den Tempel freischalte. In 24 Stunden ist das Ding jetzt aktiv. Verbesserungspreis verringert und Verbesserungszeit verkürzt. Der Tempel ist das Zuhause neuer Helden. Schalten wir Clovis frei. Ja, und das ist der Tempel.
kostet wieder 500. Super. Aber jetzt habe ich einen Helden mehr. Geh mit mir in die Taverne. Nochmal 500. Meine Güte, ihr wollt echt unglaublich viel Kohle haben. Also gut. Als Angehöriger der Stadtwache ist nicht einfach klug. Es scheint voll darin aufzugehen. Er weiß, dass die Stadt beschützt werden muss und wer weiß, ob sie ohne ihn überhaupt stehen würde. Gut. Jetzt hast du Zugriff auf die Arena. Sieh sie dir an. Zuerst müssen wir unser Team zusammenstellen. Fügen wir Theo unserer Liste hinzu. Das heißt, hier kann ich... Was ist denn mit Theo für die Arena aus? Du kannst dieselben Objekte verwenden, die Teil seines Quest-Sets sind. Ja. Ich habe auch gleich die Sets deiner anderen Helden kopiert. Okay. Das heißt, normal kann ich hier unterschiedliche machen, je nachdem, ob die unterschiedliche Arena-Boni haben oder nicht. Okay. Was bedeuten diese drei Sterne? Dass die Fähigkeiten noch nicht verfügbar sind wahrscheinlich. Sonst würden sie angezeigt werden. Die Queststärke ist höher als die Arena-Stärke. Warum? Naja, schauen wir mal, was jetzt passiert. Super, jetzt ist dein Team kampfbereit. Lass uns einen Ranglistenkampf starten. Spiel auf der Rangliste, dreimal gratis. Was muss ich denn machen? Spiel nur 7 auf der Rangliste. Kampf beginnen. Ich weiß überhaupt nicht, ob das sinnvoll ist. Die sind doch brutal hart. Kann ich eigentlich überhaupt irgendwas machen? Ich kann ihn nur vorwärts laufen lassen. Macht doch überhaupt keinen Sinn für so teures Geld im Endeffekt. Ja, super. Also das Matching hier ist doch totaler Schrott. Ich kämpfe doch nicht gegen welche, die 500 bis 600 Mal, also die so viele Punkte mehr haben. So ein Käse. Wohl von 7 auf der Rangliste weiter. Perfektioniere im Freispielermodus deine Strategie. Also, was ist der Freispielermodus? Doch, noch mehr. Unglaublich. Also, die Arena wird vorerst hier nichts werden. Damit du mehr Spezialobjekte bei Quest hältst, musst du diese freischalten. Wir sollten die Taverne investieren, um die verbotene Wiese freizuschalten. 275, das klingt doch schon mal ganz gut. Dann mach doch mal den Rattenkönig Platz. Platt meine ich. So, wo ist denn die Taverne? 1500, na das kannst du auch erstmal knicken. Okay, also damit verabschiede ich mich für diese Folge mit einem Blick in die Shop Heroes. Und ja, es ist auf jeden Fall recht vielschichtig und ich brauchte auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, um mich ein bisschen tiefer einzufuchsen, wie jetzt diese ganzen Mechaniken, die ich noch gar nicht alle freigeschaltet habe, tatsächlich zusammenlaufen. Und dann mal sehen, wie weit es auch Spaß macht, dann irgendwie seine Helden wirklich weiter hoch zu leveln und mit passender Ausrüstung zu versorgen, damit sie dann in den Arena-Kämpfen auch bestehen können. Ansonsten dürfte das wahrscheinlich ziemlich schwierig werden. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss.